So Leute, hier bin ich wieder bei dem nächsten Hilf-Video zu Dragon Ball Z Kakarot. Ja, heute zeige ich euch auf jeden Fall, wo ihr die Materialien herbekommt, die Dr. Breeze von euch möchte für die Maschine. Das zeige ich euch am besten einmal durch meinen Stream. Ja, die Qualität ist gerade runtergegangen, warum auch immer. Macht die mal wieder hoch. Ich lasse das auf jeden Fall auf Geschwindigkeit 2.2 laufen und wir gucken uns das einfach mal an. Ihr könnt natürlich auch alles andere, was ich jetzt noch nicht hochgeladen habe, ja auch in den Stream nachgucken, aber es ist halt ein bisschen lang. Und wie gesagt, ich zeige euch das gerade einmal ganz schnell. Das ist eigentlich ganz easy, aber für die Leute, die es nicht wissen oder die, ja, so wie ich, das am liebsten eigentlich übers Internet sehen möchten, wo ich diese Sachen finde, damit ich nicht lange suchen brauche, ja, gucken wir einfach mal ganz schnell. Entspanntes Genie, die Aufgabe auf jeden Fall, wir brauchen auf jeden Fall, wie heißt es? Ich glaube, irgendwas mit, genau, Totenkopf, Zahnrad, den Seed und Silbererz. Silbererz kriegt ihr ganz einfach, wenn ihr auf Berge an der Seite sind, so eine Art Kristalle. Da müsst ihr einfach Ki drauf schießen. Und genau, dann kommen wir dazu, wo denn diese beiden Sachen sind. Ich lasse es jetzt einfach mal hier laufen, aus dem Grund auch, weil wir müssen auf jeden Fall gleich auf einer anderen Map. Ah, ne, müssen wir gar nicht. Entschuldigung. Ich habe erst gedacht, wir müssen auf eine andere Map. So, ich spule mal eben ganz schnell vor. Ganz schnell. Dann haben wir das ja gemacht. Ist da schon was von den Dingern? Ah. Genau, da hatte ich das mit den Berserkern gemacht. Stimmt. Na, gucken wir noch kurz weiter. Ja, ich lasse es halt alles ein bisschen blöd. Da siehst du, die Totenkopf-Dingens, da haben wir schon bekommen. Schlecht. Okay, wir gucken ab jetzt. Ab hier einfach. So, Entschuldigung für die Unterbrechung. Ich zeige euch das trotzdem eben einmal ganz schnell. Ja, da hatte meine Steuerung so ein bisschen gespackt. Ich weiß auch nicht, warum ich hier auf der anderen Map bin. Aber ich weiß nicht, wenn ich alles vorspule und wieder zurück, dann bin ich wieder ganz woanders, wo kein Mensch weiß, wo ich überhaupt bin. Das ist halt so die Sache. Hier beim Stream ist das halt ein bisschen schwieriger, weil ich halt keine Ahnung habe, wo ich hier überhaupt bin, was ich hier überhaupt mache und so weiter. Genau, da sind wir wieder zurückgegangen. Genau so war das. So, jetzt kann ich euch das richtig zeigen. Wir müssen halt wieder zurück zur westlichen Hauptstadt. Gut. Alle Zeiten. Jupp, mach hin. Und genau, jetzt sind wir hier wieder bei der Kapselkorb. Und nun zeige ich euch, wo man diese Totenkopf-Drohnen, Robo-Zahnrad und das Densit herbekommt. Ihr müsst hier in diesen Bereichen einfach mal gucken. Dann müsst ihr weiter nach unten. Ihr müsst dann kämpfen. Ne, müsst ihr eigentlich gar nicht. Die kommen aber. Ja, die sind auf jeden Fall gekommen, haben mich genervt. Kennt ihr ja. Dass die manchmal ganz schön nerven können, die scheiß Dinger hier. Diese Gegner auf jeden Fall, die manchmal so einfach kommen. Und zack, 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 tot. So, dann müsst ihr auf jeden Fall nach ganz unten, nicht nach oben. Ja, meine Steuerung hat da irgendwie richtig gespackt. Ich weiß auch nicht, warum. Dann müsst ihr ein bisschen suchen. Ja, da kommt wieder die scheiß Gegner, meine Fresse. So, eben schnell besiegen. Dauert ja nicht lange. Ja, diese Drohnen. Freezer, zack, besiegt. Jetzt müssten wir aber eigentlich das Item finden, soweit ich weiß. Genau, ich bin natürlich wieder ganz falsch. Ihr müsst auf jeden Fall hier nach ganz unten. Und dann seht ihr auf jeden Fall, dass ihr diesen Totenkopf-Robo müsst ihr dann besiegen. Das ist eigentlich ganz easy. Gut, die sind halt ein Level über euch. Ihr müsst auf jeden Fall gut trainiert sein. Auf Level 39 müsst ihr eigentlich sein. Ich bin jetzt erst auf 38, aber okay. Hätte höher sein sollen, aber ist halt so. Genau, zack. Wie gesagt, ich zeige euch das ganze Video einmal ganz schnell, weil, also, wie ich diese Sachen bekommen habe. Ihr könnt ja vorspulen zum Beispiel, aber ich zeige euch das gerne. Und ja, auch die Kämpfe eben. Und damit haben wir das Totenkopf-Zahnrad erhalten. Jetzt müssen wir zu den nächsten fliegen. Und da unterhalten wir dieses Densit. Das ist dann noch ein bisschen wieder komplizierter alles, wie man das erhält.
Da habe ich auch noch ein bisschen länger gesucht, aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Genau. Da ist es irgendwo. Ich glaube, das war auf den Berg hier oben. Oder auch nicht. Ich glaube, ich habe den Berg platt gemacht. Ich weiß es jetzt gerade selber nicht. Habe ich schon wieder vergessen. In diesem Spiel ist so viel drin, ne, dass man das alles schon mit der Zeit alles vergisst. Ja, doch, ihr müsst den Berg kaputt machen und da findet ihr das. Stimmt. Genau, und damit habt ihr dann alle Gegenstände, müsst dann wieder zurück, natürlich zu Dr. Briefs. Ich habe das Freezer-Raumschiff hier noch eben schnell kaputt gemacht. Ich habe auch noch ein paar Items. Und dann müsst ihr schnell wieder zurück zu Dr. Briefs. Dann müsst ihr eben diesen komischen, diese drei Items geben und damit habt ihr die Mission eigentlich sogar schon recht easy abgeschlossen. Ja, ich weiß, ich muss das leider auch erstmal noch auf meinen Livestream aufnehmen, denn wie gesagt, ich habe leider Gottes noch nichts aufgenommen für dieses Spiel, aber das werden wir auf jeden Fall noch ändern, aber bis dahin zeige ich euch auf jeden Fall alles soweit so ganz normal. Ich hoffe, ihr habt da nichts gegen und ja, so, jetzt gebt ihr den jetzt ganz schnell den Herren und damit habt ihr dann die Mission abgeschlossen. Ja, ich hoffe, euch hat wieder dieses kurze Video gefallen und Erklärung, wie ihr diese Items bekommt. Ich bin damit erstmal wieder jetzt raus und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bei mehr Videos natürlich, also wenn ihr natürlich Fragen habt, dann gerne in die Kommentare. Haut rein und ciao, ciao.